Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Auf diesem Bild seht ihr, was wir gerade schon gesprochen haben, nämlich dass sich die Stammtöne in beide Richtungen der Tastatur wiederholen. Das heißt, ich habe hier A-Dur vom A bis zum nächsten A und dran anschließend gleich wieder mit denselben Tonstufen, auch mit denselben Tonnamen. Das ist sehr praktisch, dann kann ich die Tonhöhe dem anpassen, wer gerade mitsingt oder mitspielen will. Das haben wir ja auch im vorherigen Video schon besprochen. Deswegen gibt es jetzt A-Dur einfach nochmal in der tiefen Oktave für euch zum Mitlesen. Wir beginnen beim tiefen A. Das ist so weit unten, dass wir zwei Hilfslinien brauchen. Das könnt ihr euch vorstellen wie Kellertreppen. Da muss man auch Stufen runtersteigen. Und hier ist einfach das Erdgeschoss zu Ende und wir steigen in den Keller mit den Hilfslinien. Das könnt ihr jetzt einfach in Ruhe ausprobieren auf eurem Virtual Piano.